5. Schwestere ist eine Schwesterei. Hallo, Freunde. Hoppala. I think we have a problem. A small problem, but I think we have a problem. Nämlich, der Auto steht nicht mehr da. Ich hoffe, das steht jetzt in der Garage, sonst. Hier. Ja, sonst haben wir hier. Aber den Spaß, den wir normalerweise nicht gern haben. Ist es so leise oder? Ja. Ah, hallo Michael. Hallo Markus. Was ist da los? Es fühlt sich strange an. Weiß ja. Tat gut. Jawohl, was das bringt, wenn man da mal. Sollte man vielleicht nicht gleichzeitig machen. Dass man hier quasi Grafikkartentreiber installiert und OBS laufen lässt. Ich denke, jetzt wird es besser. Bei mir fühlt er sich zumindest besser. Ich hoffe, mein Auto steht in der Garage. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ich hoffe, das Auto steht drüben in der Garage. Ach, warum? Ich hab nicht gewusst, dass man das in der Garage geben muss. Ganz gut, Markus, dankeschön. Shit, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen, dass das Auto weg wäre. Und wenn ich kann, glaube ich, dann gar nichts machen. Wenn das Auto weg ist, ist das mein Problem. Ich lauf da jetzt, mir ist das wurscht, ich lauf da jetzt straight drüber. Ich hoffe, dass da drüben steht ein Auto, das könnte mein Auto sein und. Ah, Cubana feiert wieder Party, nice. Da ist der Russe, egal. Und doch kaufen wir was zum Essen und zum Trinken, ist mir wurscht. Was? Marschierer, mein Freund, hallo. Was ist denn hier los? Fuck! Oh, nice, Maxi, so nice. Scheiße, wo ist mein Auto? Oh fuck, wo ist mein Auto? Ja gerne. Fischi, servus. Wo ist mein Auto? Keine Panik, no Panik. Hast du es gespeichert vielleicht? Einfach mal nicht. Was ich mein Auto gekauft habe. Scheiße, Alter, wenn das Auto jetzt weg ist, bin ich im Arsch. Es wäre nicht ganz günstig. Das wäre nicht ganz günstig. Bitte nicht. Alter, ich krieg jetzt gerade voll die. Alter, ich krieg jetzt gerade voll die Panik irgendwie, dass das Auto weg ist. Ist das da drüben? Nein, auch nicht. Ey, ich will mein Auto haben. Armen sammeln, interagieren, Interaktionsmenü, Hände öffnen, schließen, aus. Also. Also ich weiß nicht, ob das Auto nicht weg ist. Aber dann wüsste ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Hätte das Auto versichern sollen oder so. Ach komm, bitte. Bitte. Lass einfach nur, dass das Geld hier wieder... Bitte. Der Ungewissheit macht mich fertig. Wirklich, die Ungewissheit ist schlimmer, als wenn das Auto wirklich weg wäre. Beides wäre scheiße, aber... Ja, lass das Auto ja nicht weg sein. Das... Ich wüsste ja gar nicht, wie man die Kohle da wieder... Er stirbt gleich. Chaos da, er stirbt gleich, weil er ein bisschen laufen... Okay, gut, das ist wirklich so wie nicht. Oh, was macht denn der Kollege da vorne? Oh, der kann sich schon leisten. Ich werde mit ihm reden. Ich werde mit ihm reden. Hallo? Entschuldigung. Hallo? Excuse me. Hallo? Entschuldigung. Ja. Ja, entschuldigen ja. Sie, dass ich hier so plump Sie anspreche auf der Straße hier. Dürfte ich Ihnen kurz was fragen? Ja, bitte. Kennen Sie den Autohändler da drüben, hinten in der Straße?
drüben ist Autohändler. Ja, ja, genau. Ja. Ich habe gestern bei dem Auto gekauft, ein Rebel, und der hat einen 24/7 Parkplatz nebenbei stehen. Ja. Ja, haben Sie eine Ahnung, warum das Auto dort nicht mehr steht? Ja, gestern Abend war eine Sonnenwende. Nein. Und dann ist der entweder in der Garage, wo sie zuletzt eingeparkt haben, oder beim ACLS. Ja, dann muss ich... Garage war eben, dort hat auch niemand das Auto gesehen, da muss ich mal beim ACLS noch fragen. Super. Ja. Perfekt. Danke vielmals für die Auskunft. Ja, sehr gerne. Ja. Fürs Ausparken da sind meistens $250 dann fällig, nur zur Vorabinfo. Oh, das ist schlecht. Ja, kann ich Ihnen geben, einen Moment. Oh, das ist aber sehr höflich. An wen darf ich das geben? Mein Name ist Thomas Ackermann. Alles klar. Acker wie das Feld. Dann gebe ich Ihnen mal, haben Sie ein bisschen was. Oh, das ist, oh Wahnsinn. Danke vielmals. Ich werde mich bei Zeit vielleicht revanchieren, wenn es mal möglich ist. Ja, gar kein Problem. Super. Nicht dafür. Danke vielmals, danke. Schönen Tag noch. Ja, danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, es war glücklicher Zufall, dass hier, das, okay, hier schaut's shit aus. Fuck! Ich muss zum... Wo ist der ACLS? Freunde. Been a long time without you, friends. See you again. Toll. Wo also war das der Abschleppdienst, ne? Abschleppho? Na. Was? Wo ist das? Das war doch irgendwo. Warte mal. Wir haben da oben begonnen. ACLS. Ohne Witz jetzt. Abschleppdienst. Wo ist der? Ich könnte schwören, dass ich da gestern nur ACLS gelesen habe. Aber. Unter A vielleicht. Das ist. Der einzige. Alter, das ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das Problem ist, ich muss vorher was trinken. Ich könnte Taxi rufen. Theoretisch könnte Taxi rufen. Praktisch weiß ich nicht, wie teuer es mir das kommt. Das nächste Problem ist, ich weiß ja leider Gottes, warte mal, wir hauen uns einmal Zuckerrüben ins Hirn. Wir haben einen gewissen Cooldown, okay. Das ist unten am Hafen, der gelbe Haken. Ja, das ist, ja, okay. Warte, wir können da nicht drüber laufen. Das ist der, oder? Ja, ja, es gibt noch einen gelben Haken. Sie braucht das Auto. Okay, warte mal, machen wir Plan B. So, ich hab keine SIM-Karten. Ich kann nicht einmal Taxi rufen. Ah, nein! Nein! Warum? Scheiße. Was ist eine Sonnenwende? Ich weiß, was das ist, aber ich weiß nicht, warum da mein Auto weg ist. Ich könnte heulen. Warum? Mit der Feste. Gut. Was macht der Kollege da? Der rampelt mich voll an. Ist aber nicht höflich. Wow, Flow, Hydro. Oh, oh, ah, das ist rot. Bleibt der wirklich stehen? Bleibt der wirklich stehen? Ah, ich will nicht neben dem stehen. Oh, Alter, na. Ich will nicht neben dem stehen. Also wenn es jetzt nicht gleich grün wird, bin ich weg hier. Hallo, hübscher. Ach komm, genau.
So, Essen kaufen wir, Trinken kaufen wir dringend, dann laufen wir runter, ist doch dumm. Kann ich nie? Nervtri. Na, ich hab keinen Karten. Der Spiel ist so unfair. Warum? Herr, und was ist, wenn ich mir einfach nur ein doofes Fahrrad kaufe? Einfach nur zwecks dessen, dass ich da runterkomme oder so? Ist das ärgerlich? Hör ich gar nicht aus. Ich hab gleich. Das ist schon sehr ärgerlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich hab mir gedacht, ja, kommst du online, loggst dich mal ein, easy, ganz ohne Probleme, fahrst du mal los, bisschen was tun, so. So, das ist alles extremst teuer. Vermutlich lohnt es sich, aber ich kauf da mal rein oder dazu, damit wir mal ein bisschen Ruhe haben. Wasser. Essen habe ich. Auf Pizzas Preiswertes. Tomaten. Drei Tomaten. Ich habe nicht genug Platz. Sehr schlecht. Okay. Ja, ist wurscht. Da kommen wir schon durch. Passt. Ja, du, wir können uns gerne treffen. Ich werde da mal runterlaufen. Es wird so, glaube ich, heute meine Aufgabe sein. Ich weiß aber noch gar nicht, wie lange ich es spüre, aber es ist Boeing. Ja, laufen wir los. Jasmin, Frau Kappelmann, grüß Gott. Wie geht es Ihnen? Ja, laufen wir los. Wieder weiter Reise. Breiter Weg darunter. Ärgert mich total. Das ist Auto. Ärgert mich wirklich. Was, wenn ich jetzt einen Ziegelstein da hätte, würde ich den auf die Taste W legen und würde mir einfach straight runterlaufen. Würde da überhaupt nicht funktionieren. Aber was funktioniert, ist der Ventilator. Ich hoffe, den hört man nicht im Hintergrund. Ich habe den Ventilator jetzt rausgeholt aus dem Kasten. Es ist wieder die Zeit. Es ist sonst zu heiß. Also ohne Ventilator hält es hier kaum aus. Und das ist ein bisschen heftig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr auch so halber das Sauna, wenn ihr den Rechner startet und eine halbe und laufen lasst? Oder geht's bei euch? Mir ärgert das. Ich wollte aufs Rübenfeld fahren. COT? Ja. Hä? Sterben hier. Passt schon, Maxi. Hau rein. Ich brauche mindestens 10 Minuten, bis ich beim Auto bin. Mindestens. Ich glaube, das Auto. Ja, ich weiß nicht. Ich muss schauen, was dann in der Nähe ist. Johannes, grüß dich. Gibt mal gleich weg, der Kollege. So wenig Ausdauer hier. Gleich weg. Boah, das ist der Lauf im Leben, nicht? Hey. Oder ist es vielleicht gar nicht so weit? Ich glaube, dass das scheiße weit ist. Ich glaube, dass das richtig heftig weit weg. Dass das zu Fuß nicht intelligent ist. Was? Es geht aber eigentlich. Es geht. Es ist ein weiter Weg, aber es sind machbare Schritte. Gut, wollte das sagen, okay. Ich habe mir schon gedacht, das ist irgendeine Abkürzung, die ich wieder mal nicht kenne. Unser Kollege nimmt mich mit hier. Sportlich, sportlich. Aber ich werde gar nicht fragen. Ich werde einfach hier. Kleidung werden wir uns das irgendwie als nächstes gönnen. Also schauen wir mal, dass wir Kohle reinkriegen. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Und nachher werden wir uns Kleidung gönnen. Das ist sicherlich auch kein Fehler nicht. So, das ist das Stück abgesperrte Straße. Sollte nicht drüber gehen, dann laufen wir da vorbei. Ja, müssen wir schauen, dass wir noch ein Geld verdienen. Es darf kein Problem sein, dass wir uns Nahrung, Kleidung und was zum Trinken kaufen. Es wäre sehr ärgerlich, wenn es an dem scheitert. Aber das Gute ist, oh lol, hat's geschneit, was ist hier los? Was ist hier los? Wow, wow, wow! Oh! Hey! Das sind meine Freunde von gestern. Alter, hat's jetzt, was ist denn hier los? Nee, nicht Absicht.
Ja, 300 Leute MP sind hier in der Stadt. Und das ist die Stadt, die ist halt 300 Leute in der Stadt, ist nicht so mega viel. Opa Dirk, hallo. Das ist halt jetzt nicht mega viel, nicht? Ist auch klar, dass das ein bisschen ausgestorben ist. Wirkt. Ist und wirkt. Es ist halt so, nicht? Dafür gibt es keine NPCs. Also alles, was hier rumfährt, rumrennt, rumsteht, rumläuft, ist ein Spieler. Finde ich persönlich nicht schlecht, natürlich wäre es geil. Entschuldigung. Ich habe leider die Spielaufnahme kann ich nicht aktivieren, jetzt kann ich mein Stream Deck nicht benutzen, sonst hätte ich mich jetzt gemutet. Oder ausgeblendet. Oder beides. Schade, das geht nicht. Boah, ist das geil, wenn da der Wind um die Füße. Wow, hey, man, Alter. Geiles Grün. Hey. Es schneit wirklich, oder? Ich muss hier gleich mal Pause machen, ich kipp sonst um. Bin hier. Oh, Easy Rider. Ich finde, das geht. Ich finde nicht, dass das... Sicher, Los Santos ist krass groß so, aber das Ding ist halt, für Rollenspiel und jeder Spieler ist ein Spieler, ist cool. Das ist sehr cool und das was mir eigentlich so ein bisschen fasziniert. Es macht keinen Sinn, ich meine, die Verkäufer könnten NPCs sein. Oh. Aber es macht halt mehr Spaß, wenn die Spieler hier... Wow! Wenn die Spieler hier am Start sind, erst bei Ausdaueranzeige funktioniert. Hallo, das war rot! Ich hab mir gedacht, das vorne ist wichtig, noch den Verkehrsregeln. Aber scheinbar ist das hier nicht so wichtig. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Oh! Die Hälfte! Es geht. Was ist denn hier für C? C? C wie? C wie? Was ist das C? Community Plaza, geil. Ich habe ein Fahrzeug gekauft, ein P. Das Problem ist, es war kurz vor der Sonnenwende. Sonnenwende ist Server Restart, Server Down. Und das Auto ist nicht mehr dort, wo es gestern war. Jetzt hoffe ich, dass das beim Abschleppservice ist, das Auto, sonst habe ich hier ein Problem. Sonst ist mir Kohle weg und das Auto weg. Das wäre beides doof. Das wäre beides richtig doof, eigentlich. Was? What? Alter, das. So, jetzt muss ich das wieder neu setzen, sonst finde ich da nie hin. Aber wir haben es gleich, Freunde. Das ist nicht mehr so weit. Schaut weiter aus, es geht aber eigentlich. Ich muss ja, glaube ich, mal Ausdauer regenerieren. Wir sollten ein bisschen rumgehen und nicht nur laufen. Long time. Alter, ich wollte halt Vampires spielen, aber Vampire habe ich noch nicht. Vielleicht werde ich mir das kaufen. Ich habe voll Bock auf das Rollenspiel Vampire. Kommt heute raus. Ist schon rausgekommen. Dürfte schon spielbar sein zumindest. Das ist eine Flasche. Okay, noch nicht. Das finde ich ja strange, dass man hier keinen Führerschein braucht. Das war eins der Dinge, die ich als erster glaubt habe, dass man braucht. Führerschein. Scheinbar braucht man die nicht. Der redet. Der redet. Oh oh. Oh oh. Weißt du, was passiert? Hat irgendjemand Ahnung, warum die Game-Aufnahme nicht funktioniert bei GTA 5? Das würde mich echt krass interessieren, weil man könnte ja die ganzen Funktionen meines Stream Decks benutzen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Das ist wirklich schade, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den Cheat-Modus drin quasi, also hier bei Game-Aufnahme gibt es so, dass man diese Cheat-Oberflächen oder Overlays, die erkennt, das erkennt er auch nicht. Schade, es ist wirklich schade. Ich hoffe, dass mein Auto, ich habe so Respekt davor, dass mein Auto da nicht drüben steht.
Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich Kohle überweisen kann. Warte mal anschauen. Thomas Ackermann. Witte Ackermann. Komm mal hier mit. Hoppala. Ah, das war F. Das richtig ist. Ach, schauen wir mal. Ja, Ausdauer regeneriert sie super schlecht. Wo bin ich, wenn wir da drüben sind? Das sag ich eigentlich schon. Wo bin ich? Irgendein Job wäre cool. Dankeschön, zweiter Count. Aber wenigstens das funktioniert, aber ich höre ihn doch jetzt. Oh yes. Ach, doppelte werden wir auch nicht wegkriegen. Möchte ich. Haben wir uns Zuckerrüben und Mineralwasser, fast die Mächten lieben. Nami, servus. Navigatiorin, was? Navigatiorin? Warum? Warum? Oder soll das Navigatorin heißen? Du hast die verschrieben? Kommt mir strange vor. Aber, ja, ist so, ne? Wie meine Ausdaueranzeige, die kommt mir auch strange vor. Ist aber auch so, kann ich nicht ändern. Ist da, kann man da hier nicht gehen? Kein Gehsteig? Da vorne schaut es gut aus. Da stehen viele Autos. Da bin ich sicher richtig. Jo, schaut es gut aus. So, sie schneit auf einmal urplötzlich, unerwartet. Ach. Auto wird man wegtun. Im Card. Sollten wir uns fast das nächstes holen? Was ist da unten? Reparaturstelle für Bode? Ja, für Autos sicher. Ja, vielleicht habe ich Upgrade gekriegt bei meinem Auto, hm? Nicht schlecht. Hallo. Unter. Wieso scheiße höflich, das ist ansteckend. Da oh, geht sicher was nicht mit rechten Dingen zu. Oh, oh, grüßen, den Kollegen grüßen, ne? Kann schon mal nicht schaden. Oh, hier, Action. Action! Hallo! Hoffentlich explodiert nicht gleich was. Ja, unten in der Stadt, unten links, so, da ist ein gelber Haken auf der Karte eingezeichnet. Abschlepphof. Ja, Abschlepphof, das ist markiert, ja. Hallo? Das kostet sie dann, wenn sie den hier abholen, $250. Gleich für sie da. Nein. Eieiei. Ja. Ja, das ist schlecht, ja. Oh, nichts mehr auf dem Konto, nur noch. Ja.
Ja, dann ja, kommen Sie vorbei. Alles klar. Jo, bis dann. Ja, ciao. So, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen Mitarbeiter vom Abschleppdienst. Ja, da haben Sie einen gefunden. Ja, perfekt. Ich habe gestern mein Auto gekauft. Ja. Es steht nicht mehr dort, wo ich es abgestellt habe, obwohl es öffentlich auf 24/7 Parkplatz war. Ja. Ja, gucken Sie erstmal, bevor wir jetzt rumrätseln, gucken Sie erstmal hinten bei der Doppelgarage. Da war ich schon. Davor steht der Gerd, okay. Ah, der Gerd. Wie schaut der Gerd aus? Ja, kommen Sie mit. Okay. So wie alle anderen auch aussehen, sag ich mal. Okay. Und am Ende beides, umso mehr Kohle gibt's. Also hier quasi. Garlet. Okay. Ah, das schaut ganz gut aus. Moment, Telefon. Ja. Oh, gut, hat er aufgelegt, okay. Da steht er drin, ja? Genau, ja. Okay, ja, dann hat ihn wohl einer abgeschleppt. Benina, was schuld ich? Ja, $250. Aber warum? Weil das war 24/7 öffentlicher Parkplatz? Nichts kann ich Ihnen im Nachhinein nicht sagen. Vielleicht sind wir beauftragt worden von der Polizei oder... Vielleicht hat er mehrere Parkplätze vielleicht blockiert. Ich muss kurz telefonen holen. Ja. Der ACLS, da noch mal parat. Wie fährst du irgendwas an? Alles klar. Das würde mich jetzt mega interessieren, warum ich da jetzt 250 für was da. Nein, im Westen der Stadt oder im Süden? Ah, der, da. Okay. Ja. Nee, hier Eisverkäufer. Ja. Alles klar. Okay, nee, kommt jemand vorbei. Jo, Center. Wie kann denn das in Zukunft verhindern, dass das immer passiert? Ja. 250, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo der jetzt da wieder jetzt gestanden ist. Vielleicht ein rot markierter Bordstein? Nein. Bordsteinkante? 24/7 Parkmöglichkeit. Schade. Wo darf ich denn die 205, wenn ich es gleich zahle, billiger, oder? Bitte? Nochmal. Wenn ich es gleich zahle, kann man da am Preis was machen? Ja gut, das müssen so oder so gleich zahlen. Ja, wie gesagt, ich war. Ja, hatten Sie den vorher vielleicht noch in keiner anderen Garage stehen gehabt? Das habe ich zum Beispiel nicht gehabt, ja, das stimmt. Ja, war da vielleicht eine Sonnenwende dazwischen? Das war auch dann, richtig, ja. Ja, dann landen die Fahrzeuge automatisch hier. Na gut, dann war sie das wenigstens für die Zukunft. Wie? Genau, Sie müssen am besten, wenn Sie jetzt den abholen, am besten erstmal irgendwo anders einlagern, dass der Garagenwärter der anderen Garage den einmal gesehen hat, den Wagen. Ja. Und dann landet er auch, wenn er irgendwo wieder draußen rumsteht und es kommt eine Sonnenwende, dann wandert er auch in die andere Garage, nicht wieder zu uns. Dürfte ihn ja gleich bezahlen, dass er da wegkommt. Ja. Das können Sie gleich machen, ja. Okay. Müssen, ja. Was bin ich denn da schuldig? 250. So, bitte sehr. Jo, alles klar, bis Dank. Dankeschön. Dann, ja, können Sie. Es ist teuer. Na. Okay. Na, hey, hallo. Na, bleib nicht entsteigen als Beifahrer, das ist ja lächerlich. Nimmt man mal da kurz oder lang, hä? Kurz F als Fahrer. Ja, hab ich ja. Achso, ich muss aufspielen. Ach, Freunde, das werde ich mir nie merken. Och, das nicht mit. Bitte jetzt verarschen. Wenn mir jemand. Danke, Wiesel. Wenn mir jemand zuschaut. Steigt trotzdem drüben ein. Ja, sag einmal. Hab doch gerade kurz F gedrückt. Hallo? Liegt's jetzt an mir oder liegt's an dir, hä? Hab kurz F gedrückt. Lang ist Beifahrer.
mitbekommen, was ist denn jetzt? Checkt er nicht? Was kapiert er nicht? Oh, jetzt. Ende? Das ist super schlecht, Freunde. Das ist super schlecht, weil da hat Google was dagegen, wenn es da Musik gibt. Das ist ganz bescheiden. Ich muss die Musik ist aus Radiosender. Ich will keinen Radiosender. Wo kann ich denn das ausschalten? Geh im Bett. Grafik. Anzeige. Nö. Stummschaltung bei Fokusverlust. Muss ich irgendwo mal ausschalten. Das nervt mich nämlich extrem. Ich will standardmäßig. Ich hab doch die Musik ausgeschalten. Ola, kriegen Sie die Motoren nicht an, hombre? Doch, Verzeihung, Entschuldigung, ich habe nur gerade das Navigationssystem eingeschaltet. Danke. Also, sollte. Bleib jetzt da mal stehen, ist das wurscht. We all care about the environment. Ich will die Musik ausschalten. Some more than others, especially those of us on the West Coast. But places thousands of miles away have water that is our birthright. We're San Andreas Water. What's Muss ich das jedes Mal ausschalten? Das kann aber auch nicht sein, oder? Das ist sehr komisch. So, Otto haben wir wieder. Zumindest schon mal etwas. Ich muss jetzt gucken, wo es was zu tun gibt. Wir waren am Anfang, waren wir da heroben. Genau, da waren wir. Wir werden natürlich was in der Nähe machen. Völlig logisch. So, fahren wir da mal rüber. Ich versuche möglichst normal zu fahren und möglichst dann die Regeln zu halten, weil ich Angst habe, dass ich einen Unfall mache und auch nicht. Oh shit, ja, so viel zum Thema, ne? Gott, das war jetzt nicht so gut. Wissen besser, kann man mit, weiß ich nicht, Lenkrad oder irgendwie. Nicht blinken. Kann man mit Lenkrad irgendwie besser fahren? Hallo David. Oder mit Gamepad wäre, glaube ich, ganz gut, oder? Gamepad wäre, glaube ich. Weil ich kann mit der Satur schaut er das auch, wie das ausschaut. Das geht ja gar nicht. Kann mir irgendjemand erklären, warum eine Lebensanzeige fast tot ist? Oder warum ich fast tot bin? Da drüben. Macht mir ein bisschen Sorgen gerade, wenn ich mal ehrlich sein darf. Alles gut bei Ihnen? Natürlich, Entschuldigung, ich bin neu hier, ich finde mich nicht zurecht. Ich muss das Navigationssystem immer neu einstellen. Okay, wo wollen Sie denn hin? Ich muss hier mal kurz eben, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus, ich bin mir nicht sicher, irgendwie wird man schwindelig. Phasenweise. Ja, phasenweise wird Ihnen schwindelig? Ja, deswegen, ja, muss ich mal stehen bleiben. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, bin mir gar nicht sicher. Ich suche mal einen Parkplatz. Soll ich Sie ins Krankenhaus bringen? Ich hab glaube die Behandlungskosten nicht bei mir. Das dürfte zum Problem werden. Sie haben. Das geht auf Staatskosten. Achso, das ist. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich komme aus San Andreas, leider Gottes hat es dort nicht. Die Stadt hat es nicht übernommen, ja. Und willkommen in Los Santos. Oh, danke schön. Soll ich Sie da kurz hinführen? Wenn. Liegt es zufällig im Westen? Nein. Okay. Ist es weit? Über einen Kilometer. Okay, das geht aber. Ja, dann würde ich eben mal mitfahren. Sicher. Ja, dann stellen Sie Ihr Auto mal bitte an den Straßenrand da. Ist es dann auch wieder da? Wenn ich komme nämlich gerade. Ich fahre Sie hier gleich wieder hin, okay. Wenn der Arzt sagt, dass alles okay ist. Okay, ja, dann. Schließen Sie Ihr Auto ab. Hab ich, danke.
Ist ihn schwindelig nur oder ja, sonst noch irgendwas? So ein bisschen so schwindelig, so phasenweise, ganz komisch. Ist die Sonne oder. In San Andreas haben wir ein paar andere Temperaturen, vielleicht ist die Umgewöhnung, ich bin erst gestern angekommen. Okay. Ja, sonst irgendwie, keine Ahnung, einen Unfall gebaut oder so, irgendwo gegengelaufen? Nein. Irgendwas ja. Komisches zu sich genommen? Eher zu wenig vielleicht. Haben sie Essen und Trinken? Nicht ausreichend, nein. Brauchen sie was? Ich hab nur Zuckerrüben im Gepäck. Zuckerrüben im Gepäck, ja, ich geb ihm gleich was. Aber wir fahren erstmal ins Krankenhaus. Ah, das ist schon hier? Ja, ja. Okay, gut, das war wirklich nicht. Kommen Sie mal mit? Ja. Können Sie laufen oder soll ich Ihnen helfen dabei? Geht schon, danke. Wir gehen hier direkt rein. Ja. Der Strange, weil ich wirklich nicht mehr viel Leben habe. So, Kanada. Oh, sehr schlecht. Ja. Oh, ist ein Rettungswagen vorbeigefahren. Die wären vielleicht gerade irgendwo zu einem Unfall. Kann das sein? Ja, warten Sie kurz hier. Ich hole mal eben kurz jemanden, der steht draußen. Okay, danke. Hier wird eine Rauchen sein draußen. Machst du keine Videos zu Catlin Crops? Nein, sorry. Ja, da wäre nicht so. Eher nicht so, da wäre mehr Spiel irgendwie. Warum man wirklich keine Leben mehr? Das macht man nämlich wirklich zu schaffen. Rüben ist. Zuckerrüben. Eigentlich wollte ich das verkaufen, aber ja, puh, was willst du machen? Um mich da wieder zu leben. Stefan, grüß dich. Haben wir uns mal das teure Mineralwasser. Ist so gut, der saß gerade im Auto und er sagt ihm, ist schwindelig. Schönen guten Tag. Hallo, grüß Gott. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin gerade vom Abschleppdienst Richtung Westen unterwegs gewesen. Mir wird leicht schwindelig beim Autofahren. Okay. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht so ein sehr eigenartiger Geruch, nachdem ich mein Auto vom Abschleppdienst abgeholt habe, dass das daran liegt. Okay, ja, kommen Sie mal mit. Ja, gerne. Ah, ich warte eben kurz auf Sie. Super, danke vielmals. Nicht schlimm, wenn es schnell geht. Dann nehmen Sie mal Platz. Ja. Die Sessel sind sehr eigenartig. Einmal oben drauf, ruhig. Ja. auf den Tisch wollen Sie, dass ich gleich. Ja, ja, klar. So. Auf den Tisch. So, also Ihnen ist schwindelig, ja? Ja. Aber erst seit ich das Auto abgeholt habe vom ACLS. Okay. Haben Sie schon mal Flüssigkeit zu sich genommen? Ich habe gerade noch einen Wasserspender draußen getrunken. Sonst haben Sie das nicht, dass Ihnen schwindelig wird? Nein, nur seit heute. Bin gestern angekommen aus San Andreas, war ein bisschen okay. Feldarbeit und an der frischen Luft. Ja, dann haben wir erstmal Auto gekauft und ja, das habe ich heute beim ACLS wiedergefunden und seitdem ist das. Mir geht's auch ganz komisch. Ist ein ganz komisches Gefühl. Okay. Gehen Sie mir mal kurz einen Moment. Ja.
würde wirklich gern wissen, warum ich so wenig leben, aber wie soll ich dem das sagen? Jetzt aus? Ja, wird schon besser, ja. Besser? Ja. Aber noch nicht ganz, ja? Das Schwindgefühl geht jetzt weg. Okay. Ich vermute, dass, weil wie ich den Abschleppplatz betreten habe, da waren irgendwelche, dürfte Motoröl gewesen sein. Ja. Ja, vielleicht vertragen sie ja nicht diesen Scheinbar. Geruch. Ja. Vom Motoröl oder vom Motorbenzin. Kann ja natürlich auch gut möglich sein. Aber jetzt ist es sind ja auch leichter. Stoffe drin, die natürlich dazu führen können, dass die benommen sind. Okay. Das ist natürlich in solchen Flüssigkeiten ist das ganz normal, dass dann nach einer gewissen Zeit, wenn sie das länger einatmen, bei jedem Menschen anders, bei einem geht das nicht so schnell, bei den anderen schneller, dass sie natürlich durch die Flüssigkeiten durch den Stoff da durch benommen sind. Was dann halt auch zu Schwindel, Übelkeit oder ähnlichen Sachen führen kann. Wie zum Beispiel jetzt bei Ihnen der Fall ist. Mhm. Also wie gesagt, halten sich noch mal ein bisschen an der frischen Luft, mal ein bisschen tief durchatmen. Ja. Und dann sollte das eigentlich auch schon gehen. Okay, dann mache ich das mal so. Genau. Wenn sich besser werden sollte, dann kommen Sie mal vorbei. Bin ich Ihnen aber schuldig? Nein. Mir nicht. Das ist alles selbstverständlich. Okay, danke vielmals, dankeschön. Kein Problem. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, kommen Sie einfach nochmal vorbei. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und guten Aufenthalt in Los Santos. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, ja. Oh, dann kommen Sie mal mit. Ja. Hallo. Haben Sie neue Tresentanten oder was? Hallo Franz. Ah, jetzt wird's leichter, ja. Da konnte der Medizinmann Ihnen helfen? Ja, aber diese Schluckmedizin mag ich normalerweise gar nicht. Aber naja gut, aber hier kriegen Sie nichts anderes, ne? Wenn Sie Klosterfrau Melissengeist oder so haben, dann sagen Sie ruhig mal Bescheid. Okay, ist das so? Aber gibt's das hier nicht? Nee, hier gibt's sowas nicht. Okay. Leider gibt es sowas hier nicht. Also drüben in San Andreas war das normal. Das San Andreas ist aber auch nicht so ein hartes Pflaster wie Los Santos. Ja, das stimmt. Ja, hier müssen Sie aufpassen, mit wem Sie was zu tun haben, was Sie machen und überhaupt. Ja, gut zu wissen. Ruhig immer mal einen Schritt zurückgehen, wenn die Leute auf einen Schritt zu Ihnen kommen. Okay. Aber da hätte ja theoretisch bei Ihnen auch schon zurückgehen müssen, ne? Bitte nochmal? Da hätte ich bei Ihnen ja quasi auch zurückgehen müssen. Hätte ja selbstverständlich. Kleiner Tipp nebenbei. Einfach mal nicht in Autos einsteigen, die Sie nicht kennen. Ja. Bin Jason Fox, by the way. Oh, danke schön. Thomas Ackermann, mein Name. Thomas, viel Spaß. Ja. Fahren Sie vorsichtig. Jason, bin ich was schuldig? Ja, alles gut so. Super, danke vielmals. Danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Inso. Puh, jetzt habe ich wieder Leben. Alter, leck mir Arsch, das war jetzt heftig. Hey, Bro Talker, servus. Das war jetzt komisch. Jetzt geht's einsteigen, hab wieder. Kann mir irgendwer bitte sagen, wie er standardmäßig das Radio deaktiviert? Das macht mich fertig, wirklich. Das ist das Einzige, weil ich möchte mit denen reden, ich möchte ihn hören. Das stört mich tierisch, dass ich das nicht. Self-Radio-Modus. Ösi, servus, du warst es sicher. Wie deaktiviere ich das Radio hier? Das macht mich total fertig. Automatisch nach Musik suchen aus. Ausgabe. Geh im normalen geht ja 5. Was machst du das? Okay, ja, muss ich da machen. Das hört mich tierisch, das nervt mich total. Das jedes Mal. Das nervt mich. Lumen, servus. Na, das stirbt mit tierisch, das ist.
ganz, ganz strange, wenn es das nicht. Ich mag das nicht. Erstens mag es ihn nicht, zweitens mag es YouTube nicht. Wenn es nach mir geht, würde ich hier andere Musik laufen lassen nebenbei. Musik, die auf Twitch relativ wurscht ist, aber die YouTube auch nicht mag. Keine Ahnung, warum. Liegt nicht an mir, liegt an YouTube. Aber ja. Ich weiß nicht, die Geschwindigkeit. Könnte doof sein. Kann niemand, vielleicht niemanden niederfallen. Ja. Ja, mich stört's nicht. Mich stört's eher, wenn ich mit jemandem rede, ja, und die Musik da im Hintergrund laufen. Die Musik ist nicht schlecht und ich mag Musik gerne. Aber was kann man hier machen? Ich werde da schauen, was ich da machen kann. Bin gerade brennend interessiert. Und nachher fahren wir mit seiner Garage, dass das Auto dann nicht mehr weg ist. Oh, der Kollege schaut aber sehr. Immer diese Typen mit den Taschen, das macht mich fertig. Oh, den habe ich jetzt schon mal drauf. Kann ich ja machen. Pfandflaschen sammeln. Lass mich raten. Die kann ich im Shop verkaufen, hoffentlich. Wenn man das alles immer wüsste, was man hier machen kann. Das sollte aber herausfinden, vielleicht. Das wäre nicht so verkehrt. Die Außendienstmitarbeiter im Fremden. Erst haben die da Pflanzen. Ja, überhaupt. Aber gut. Drüben ist halt auch nicht gerade das Richtige für mich. Ja, aber ich nehme das jetzt einfach alles mit, was geht, dass ich mal ein bisschen Geld verdiene. Ja, ich werde trotzdem auf beiden Plattformen streamen. Dann haben wir halt wenig Musik oder keine Musik, ist schade. Eigentlich ist es schade, wenn ich ehrlich bin, dass wir keine Musik haben. So ein bisschen Musik wäre schon mega nice. Hallo? Hi. Entschuldigung, ich habe gesehen, dass die Pfandflaschen sammeln. Ja. Dürfte ich fragen, wohin man die bringt? Da können Sie mir folgen, wenn Sie soweit sind, dann zeichnen. Ich musste das mir auch gerade zeigen lassen. Weil der Laden hier vorne soll die wohl nicht nehmen, weil die alle verschieden ankaufen und verkaufen. Ach so. Ja, ich habe mich auch ziemlich gewundert. Der Herr im Laden meinte wohl, er nimmt die nicht. Da dachte ich mir, okay, dann suche ich mir halt einen anderen Laden. Wie hätte man das? Ich bin jetzt aus San Andreas rüber im Außendienst hier unterwegs. Ich hätte mir das ein bisschen leichter vorgestellt hier. So. Die Fernechte? Einfach nur leichter, dass man quasi. So Pfandflaschen, ja. Das macht das gerne. Es ist ja für die Umwelt schön, wenn man das, ja, hier, genau, weg, aber. Es gibt ja noch viele andere Rufe. Man kann ja auch zum Beispiel Sand schippen gehen oder eben Steine. Ich bin Büromitarbeiter, wenn ich gerade nicht im Außendienst bin, ich glaube, für diese körperlichen Tätigkeiten. Ja gut, das ist natürlich was anderes, ja. Da versteht man das. Haben Sie eine Ahnung, weil ich muss ja hier schauen, was hier so für Sehenswürdigkeiten gibt. Haben Sie eine Ahnung, was hier so zu empfehlen ist? Den Stand können Sie sich gerne angucken, der ist wirklich wunderschön. Also ich bin da vorhin vorbeigefahren und muss sagen, einfach bezaubernd, selbst im Winter. Okay. Haben Sie was von der Mine gehört? Die Mine, ja, aber wo die steht, weiß. Okay. Mhm. Der tut spuken, was man so hört. Echt, ja? Angeblich, aber man muss halt aufpassen, da kommt man leicht nicht mehr raus. Oder also nicht mehr so leicht raus, beziehungsweise nicht so leicht rein. Angeblich. Scheint gut verwinkelt zu sein und alles, ne? Also gehe ich mal von aus. Und Einsturz gefährdet, aber ich hab's weder gesehen, nur. Ja, ich weiß nicht. Ich hab auch nur von der Mine gehört, aber wo die liegt, weiß ich absolut nicht. Ein paar Mysterien hat man daran rüber schon gehört, das stimmt schon. So, meine Taschen werden voll. Was ich Ihnen empfehlen kann, ist, Sie können auch einen großen Rucksack kaufen, dann kriegen Sie mehr rein. Ja, wissen Sie das mit dem Geld, das ist so eine Sache. Ja, versteht man ja, komm. Wir haben andere Währungen hier, ich habe einfach gedacht, ich komme mit meinen Dollarnoten hier zurecht. Aber das dürfte hier, zumindest mit Kreditkarten funktioniert hier nicht. Das ist sehr komisch. Ja, die haben hier zwar die Dollar-Währung, aber eine ganz eigene, also wirklich eigen erfundene. Ja.
Ich habe extra Sicherheitsgründen, extra nur die Kreditkarten mit und die funktioniert hier nicht. Das ist. Meine leider auch nicht. Ich habe alles probiert, keiner nimmt sie, keiner sagt, die können sie bestätigen, sonstiges. Na, ist ärgerlich. Ich sag mal, so kann man wenigstens auch ein bisschen was an. Natürlich, man lernt Menschen kennen hier den Tätigkeiten, aber. Genau. So denke ich auch. Ja. Gibt's hier, haben Sie gehört, da gibt es scheinbar eine Behörde, die sportliche Tätigkeiten anbietet, so Walking-Touren, sowas. Ich schaue auf meiner Seite, aber ich habe noch nichts davon gesehen zu haben. Okay, na, ist nicht schlimm. In Not könnten Sie vielleicht mal bei der Polizei nachfragen, vielleicht wissen die da mehr. Okay. Die müssten sich ja auch ein bisschen etwas im sportlichen Bereich auskennen durch ihre Ausbildung. Ich habe vorhin einen Polizist gesehen, der hat nicht recht sportlich. Aber vielleicht war er Innendienst. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja meistens immer die nicht so ganz sportlich wirken, sind ja meistens immer im Innendienst. Okay. Die ja, sag mal, sportlich wirken, die sind dann halt immer im Außendienst, damit sie halt auch die Verbrecher quasi schneller kriegen. Okay. Ja, dann ist das wenigstens ähnlich zu San Andreas, da bin ich ja schon mal zufrieden. Kannst gern spielen, Ösi. Komm vorbei. Mach mich nackig. Noch ein verlockendes Angebot, das ausschlagen kann. Ich werde mal meine Flak ans Auto laden, bin gleich wieder da. Stimmt. Bin total, ich hab das, dass ich das Auto hier quasi seit gestern bin. Ja, ja. Ja, das. Ich kann's von meiner alten Gegend. Da gab's das auch so schön. Ich hab keinen Kofferraum bei dem Scheißer. Ich mach dem sein Auto voll. Kann dem sein Auto nicht voll machen. Hab grad gemerkt, dass er auf meinem Pickup nicht so intelligent ist, wenn man hinten die Plastikflaschen rauf. Ja, die fallen schnell wieder runter. Ja. Kann ihnen helfen, das Auto voll zu machen, vielleicht? Ach, bei mir geht's nicht. Ich hab keinen kleinen Kofferraum. Aber ich glaube, ich hab bei dem keinen Kofferraum. Böse, ich das verstehe, aber es macht doch Spaß, oder? Oh la, Lumen, King of Nice. Zuckerrübenkeule, mach mal. Super. Danke, Lumen. Pluspunkt verdient. Okay, ich hab doch gerade gemerkt, auf der Rückbank lässt er sich relativ gut verstauen. Haben sie ja Glück gehabt. Ja. Von Not hätten sie es ja auch festbinden können, oder? Leider Gottes, das Auto gekauft ohne Spanngurte. Ach, schade. Ja, wir rechnen damit, dass wir hier Pfandflaschen haben. Stimmt schon. Das gewusst hätte, dann hätte irgendwie Ausrüstung fürs Feld noch. Ist dann Zuckerrüben geerntet, das war sehr spannend. Okay. Aber also, was macht man da so? Steht man da quasi einfach so im Feld und rupft die dann raus, oder wie? Es sind abgesperrte Felder, die gekennzeichnet sind, was erntereif ist und was nicht erntereif ist. Ja, okay. Die Erntereifen müssen geerntet werden. Sehr einfach die Arbeit, aber halt körperlich
Ja klar, ist ja ein bisschen körperlich anstrengender. Ja. Gerade auch wenn man in der Sonne den ganzen Tag steht oder so. Es hat dann zum Regnen begonnen, das war eigentlich das Schlimmste. Ah, sehr schön. Das ist natürlich wunderbar. Ja, als erstes der Haas, dann ist der kalt. Dann kommt ein bisschen der Wind, dann ist der nur Köder. Das ist schwierig. Ja, ja. Ich muss ja gestehen, deswegen würde ich ja fast bald zumindest andere Stiefeln, das ist. Das macht sich dann manchmal auch ein wenig einfacher dann. Ja, da ist mein Gepäck am Kopf, mein Koffer verloren gegangen beim Flug. Das ist natürlich nicht optimal. Ja. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn man das dann immer verliert oder so, oder es nicht aufgefunden wird direkt. Sollte jemand anderes den Koffer gefunden haben, also und nicht gemeldet haben, dann ist es eigentlich nur bestrafen für denjenigen, weil kommt von einem anderen kurzen Zwischenstopp. Mhm. Und ich sage einmal, die Schmutzwäsche liegt oben, also. Ja, gut. Ich glaube, er hat keine Freude damit, sage ich mal so, aber. Ich glaube auch nicht. Wenn man halt direkt nur Schmutzwäsche sieht, dann verliert man auch schnell das Interesse quasi. Ich denke mal, er riecht es vorher, bevor er es sieht, aber ja. Ja, wenn es da so ein bisschen im Flieger liegt, das stimmt schon, dann ja, irgendwann. Kann man verstehen. Und so typisch Männer gepackt, recht ordentlich ist er da nicht. Ja, richtig. Das stimmt allerdings. Früher hat meine Frau immer mir so Plastiksackerl mitgegeben für die Schmutzwäsche, aber wissen Sie, so ohne Frau, da gibt's niemanden, der sich um sowas kümmert. Ja, das stimmt allerdings, tatsächlich. Wenn Sie opferbereit sind, ich warte. Also ich wär bereit, also wenn Sie bereit wären, können wir losgehen. Ja, gerne. Hold up. Hola. Na! Ah! Wir haben AKG keine. Was ist da los, Herrst? Entschuldigung, diese Tür klemmt immer, das ist fürchterlich. Kein Problem. Ach. Das hatte ich mit der Tür auch, dann habe ich sie einmal eingeölt und dann ging wunderbar wieder. Ah, danke für den Tipp. So. So, dann gehen wir los. Im AKG sagt man was, die machen Mikrofone, oder? Lukas. Markus, sorry. Hallo Lukas, so wollte. Ich würde dann auf der Karte schauen, wo das ist. Überhaupt nicht, nein, Markus. Keine Erfahrungen. Ich habe bis jetzt nur rote Mikrofone gehabt und kleine Mikrofone für zwischendurch einmal wo. Ich habe nichts anderes gehabt als wie rote. Oh, T-Bone habe ich gehabt am Anfang. Stimmt, T-Bone ist auch geil. Preiswertung geil. Das ist PC, ja. Oh. Jo, Ösi, hab ich gefreut, dass du vorbeischaust. Tschüss. Jetzt ist er. Was? Achso, AKG-Testest, nice. Ich freue mich auf mein neues Endline-Mod-Mic. Oh, ist alles okay? Ist hier noch was passiert? Hallo? Der ist weg.
Er ist weg. Natürlich suboptimal. Also ich nicht, er vielleicht ein paar. Ich werde da mal zubefahren, dass es hier keinen Unfall gibt. Oh, zubefahren ist er da mega schlimm. Ich warte jetzt auf den, der ist höflich. Ich bin auch höflich. Oh, Alter, das wäre jetzt fies. Macht man sicher nicht, aber es wäre fies. Ich könnte mir jetzt vor ausrauben. Du bist auf dem Server, wenn du drauf kommst, kannst du quasi unter Anführungszeichen mitspielen, ne? Geht. Ah, das wollte man auch schon. Okay. Laufstil hat sich auch verändert. Hör auf mit dem. Hat es aus. Pat, servus! Auf mit dem schon. Brich ihn das wieder ab. Alter, hast du das Leben satt, Mann? Willst du die Brücke runterspringen oder was? Nee, na, ich bin Umwelt. Bitte, ja. Boah, ist so naja, schön okay. Hier. Es ist ja, natürlich, man muss das genießen. Das, ja. Okay, schauen Sie mal da hinten den Kran, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ein Kran, wow, hab ich hier noch nie gesehen. Zwei Kräne, schauen Sie links und rechts. Oh, unglaublich. Die schauen zusammen, das ist phänomenal. Mhm. Was Schönes habe ich, es ist warm hier. Mhm, schön, ja, schön, schön. Ja gut, haben Sie zufällig nur was, so was Schönes in der Nähe? Ja, es gibt noch eine Baustelle, da gibt es auch Kräne. Zwei Kräne oder mehr? Ich glaube mehr. Okay, klingt verlockend. Ah, so Objektliebe und so, ne? Ist aber, wissen Sie, wie schön das ist? Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Man muss natürlich schauen, aber wenn man kann das, mal kurz den Motor ausmachen? Wenn danke. Man das nicht persönlich weiß, wie das ist, ist das vielleicht nicht so zum Verstehen, aber es ist. Doch, das ist sehr. Wissen Sie, was er eigentlich sucht? Aufregend. Sucht denjenigen, dem das Auto da gehört. Ist das auf? Es ist auf. Gefüllt und scheint so, als wäre da ein Unfall passiert, aber ja, nachher sind die Kräne dazwischen gekommen und dann sind sie gekommen, aber ja. Hast du nicht einen schwarzen? Na, der schwarze ist meiner. Ach, was sind dann für, was meinen Sie denn? So, okay, das ist, wenn Sie das nicht sehen, dann muss ich vielleicht nur mehr zum Doktor. Ey, oh Mann, nimm auf jeden Fall weniger von dem, was du nimmst. Ich sollte vielleicht anfangen, was zu nehmen. Ah, das wahrscheinlich auch, ja. Könnte eher sein. Alles klar. Okay, danke vielmals trotzdem für die Auskunft. Schönen Tag noch. Jo, ebenso, Mann. Können wir weitergehen, Mann? Ja. Muss ich hier weg, gell? Wenn ich hier stehen will, kann ich doch hier stehen. Okay, dann ist der offensichtlich. Okay, komisch. Das klingt verlockend, Markus. Samstag, Hafen weg, Tag an, hier links.
Was ist der Eintritt? Kostet es was? Okay, dann ist der wirklich disconnected. Ja, dann werde ich da jetzt aber auf jeden Fall nicht warten. Es ist einfach. Jakob, servus. Ist es einfach nicht erlaubt, dass ich in der Gegend stehe und Luftküsse verteile? Sehr strange. Sehr strange. Na gut, ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr. So, ich fahre jetzt zum nächsten 24/7 Shop und hoffe, dass dann dort dementsprechend die Pfandflaschen angenommen werden, die ich hier eifrig gesammelt habe. Das wäre kein Fehler nicht. Das wäre kein Fehler nicht. Oh, da oben ist der 24. Das ist eh der 24/7. Also dir Geld cheaten. Da kann ich nicht. Tue ich auch nicht und kann ich nicht und darf ich nicht. Ach, juckt die Nase. So, ich muss noch unbedingt die Serve nicht vergessen zu einer Garage. Wie viel Benzin habe ich hier noch? Okay, das reicht auf jeden Fall noch. Das ist gratis. Kann sein, dass ich vorbeischaue. Das klingt echt verlockend, muss ich sagen. Los, Grafmeck. Alol, das ist eh bei uns, oder? Weg. Ich denk gerade auf Schloss. Ah, das Grafenweg nicht bei Harderstein. Alter, ich bin so behindert. Ja. Mann, ich hoffe, ich kann das jetzt verkaufen. Pfandflaschen. Weiß. Das war jetzt hier gar nichts. Das war jetzt gar nichts. Aber Samstag haben wir eh nichts vor, Juni und ich. Das klingt, deswegen klingt es ja so verlockend. Aber blöde Frage, bloß Grafen, ich muss gleich mal googeln. Oh! Da bin ich wieder. Ist Ihnen da was passiert? Ja, ich weiß. Das war ja Wahnsinn, Sie sind dagegen. Ich hab mir gedacht, Sie sind runtergefallen auf die untere Fahrbahn. Ich hab zweimal Kopfschmerzen gehabt, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich hab wirklich glaubt, Sie wären auf die untere, Sie sind dagegen diesen, ja. Die Laterne da gefahren und dann ja, habe ich sie nicht mehr gefunden. Das ist ein Augenfehler, aber ich weiß nicht, also ich hatte gerade jetzt zweimal Kopfschmerzen gehabt, komischerweise. Das ist aber auch die Gegend da, wenn du da so einen Schritt zu weit rangehst, okay, kriegst du halt Kopfschmerzen. Oder? Aber es ist halt nicht immer... Warte auf, Otto, Otto, Otto! Oh. Wissen Sie was, wenn ich noch was sagen darf, so? Gerne. Ja, die Pfandflaschen sind nicht lukrativ. Nee, es ist okay. Nur wirklich für ein bisschen Kleingeld. Okay, ich hab mal. Also so für ein, zwei Snacks zwischendurch, ne? Ja, genau, okay. Genau. Dann werde ich das sonst verbinden, wenn ich hier unterwegs bin, aber. Was kommt, glaube ich, auch auf die Masse an, also. Natürlich. Jetzt für meinen 100 Stück habe ich jetzt hier $500 gekriegt, also. Das ist, ja doch 500, ja. Aber so, das ist noch in Ordnung, also. Ich glaube, da bin ich mit meinen Zuckerrüben besser bedient. Ja, ich suche auch schon nach Alternativen. Es ist halt die Frage, was halt so auf Dauer gesehen mehr erwirtschaftet. Wissen Sie, ob man bei der Garage was zahlen muss fürs Auto einstellen? Oder normal? Ich. Gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, das kann ich nicht sagen. Muss ich herausfinden. Ich jedes Mal das Auto vom Abschleppplatz holen. Das ist. Ja, nee, versteht man ja auch. Wird dann mein nächster Weg sein. Ja gut, bin ich Ihnen für die Auskunft was schuldig? Quatsch, nein, alles super. Gut. Das heißt, ich fahre mal zu einer Garage, ich hoffe, man sieht sie wieder. Bestimmt, auf jeden Fall. Super, danke vielmals. Schönen Tag. Kein Problem, ebenfalls. Tschüss. Ciao. Sehr nett. Ja, Schloss Grafenweg, ich weiß schon, Harrersdorf da hinten um, ich weiß schon, wo das ist. Ja, ich glaube, da fahren wir hin. Wann fängt denn das an? Ja, aber am Freitag. Ah, ich hab gesperrt. Steckst.
Jetzt gefälligst in die Kraxen. Blume, ja was? Alles näher. So, Garage. Laven fahren am Samstag. Ich bin Österreicher, ja. Boah! Ja, hat einmal ein geiles Auto. Aber wie gesagt, lenken werden wir in Zukunft mit dem Controller, das taugt mir nicht. Das gefällt mir nicht gut hier. Wenn wir smooth lenken, ihr wisst, was ich meine. Wann fängt das am Samstag an? Freitag ist aber nur für Schulen, okay? Nein, ich bin keine Schule. Ich fahre am Samstag, wenn ich fahre am Samstag. Aber ich fahre sicher am Samstag. Aber es klingt verlockend. Nein, nein, perfekt. Ach, gib. Gib das auf, hey. Bis 18 Uhr, okay. Moa, klingt gut, ja. Das haben wir erledigt. Aber gut so. Ich überlege jetzt nur, was wir als nächstes angehen. Beziehungsweise, ich weiß, was ich jetzt als nächstes angehe. Es ist ja auch so. Ich meine, die Autos so gut. Ja, ist okay. Da kommt er mit dem Land Rover vorbei, dann fährt er mit dem Kastenwagen weg, ist klar. Ja. Sonst zu Geld scheinbar manche. Aber ziemlich nice. Ziemlich nice. Gut! Es heißt folgendes. Ich bin jetzt einmal raus, ich werde am Samstag, ich werde sicher, wir haben wie gesagt nichts anderes vor. Uns ist Fahrt, ich bin allein mit Junior und er freut sich total, wenn er auch so. Werden am Samstag dort? Ja gut, Freunde, es hat's mir nicht böse, ich bin jetzt raus. Hallo Julian. Wir sehen uns hoch. Morgen wieder. Morgen so 18:30, 18:45 circa. Immer wieder weiter. Mir macht es wirklich viel Spaß. Dieses random Unterhalten und so weiter macht mir echt viel Spaß. Das ist ziemlich cool und ziemlich spannend sogar. Ja. Dass mit die Dame da quatscht, ja, das macht man halt auch, finde ich nicht. Das muss man auch erst mal wissen, wa? Dann wieder. Egal. Macht es gut. Ja, nice, Markus. Ich mache trotzdem ein Video, wenn ich bin, das mit den Leuten. Wow, langsam. Entschuldigung, hallo. Das schon. Ja. Was ist mit den Kränen? Ja, die Kränen, die habe ich nicht mehr gefunden, was sie gesagt haben. Ja. Okay. Haben meinen Kollegen auch wieder gefunden. Ja, das ist ja super. Ist schon mal besser als wie ein Kran. Wir werden uns da immer was anderes holen zum Anziehen, glaube ich. Ah ja, schön, wenn man wieder Bekannte. Ah, die haben Autos, Alter. Nicht schlecht. Gut. Aber das ist auch geklärt. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis morgen. Tschüss.